So, Gamification, großes Theme. Allerspätestens jetzt ist das klar geworden. Viele von den Spielen, die die Jugendlichen entwickelt haben, sollen ja so ein bisschen motivieren, sich vielleicht ein bisschen mehr so oder so zu verhalten oder sollen visualisieren, wie es mit dem Klimawandel aussieht. Aber mit so sanftem Aufmerksam machen hält sich unsere nächste Gruppe, Benny, Emilie, Lennart und Josef, gar nicht auf. Denn ihr Projekt heißt You Pollute Earth, You Die. Da geht es um alles oder nichts und wie schnell es vorbei sein kann, erklären Sie uns jetzt. Einen herzlichen Applaus. Hi, ja, also You Pollute Earth, You Die klingt vielleicht erstmal bedrohlich, aber es ist nichts Bedrohlicheres als das, was wir am Wochenende jetzt hier geschaffen haben. Nämlich, das ist praktisch, kannst weitermachen. Es ist praktisch ein Spiel, das wir geschaffen haben und die Inspiration dafür war, es gibt sehr viele umweltschädliche Alltagsgegenstände oder vielleicht Aktionen, die man tut und die einem nicht so bewusst sind. Und dieses Spiel soll einem praktisch daran auf eine leicht bedrohliche Art und Weise erinnern. Und ja, kannst du das nächste Ding machen? Es ist praktisch ein Jump-and-Run-Spiel, in dem man diesen umweltschädlichen Sachen ausweichen muss. Und dabei wird man auch von Feinden verfolgt. Und Power-Ups, also praktisch Fähigkeiten, die man zeitweise hat, um einem zu helfen, kann man dann auch finden und leben. Und das alles haben wir halt in ein Spiel integriert. Es ist ein ganz einfaches Jump-and-Run-Spiel, in dem man selbst das hier springende und rollende Alpaka spielt. Man sieht im Hintergrund einen Garten von jetzt bis in die Zukunft. Und man muss halt versuchen, mit den Leben, Bäumen, die man oben hat, oder Lebensräumen eher gesagt, so lange wie möglich zu überleben. Man selbst muss eigentlich dabei nur mit Linksklick springen. Also ja, die Feinde rennen dem Alpaka halt hinterher, wenn dieses Alpaka in die verschiedenen Hindernisse hineinrollt. Das sehen wir jetzt hier auf den verschiedenen Bildern. Und die ganzen Gegenstände, die herumliegen, also die umweltschädlich sind, die haben wir selber gemalt. Also zum Beispiel so ein Kaffee to go oder so eine Mülltüte oder so ein Drucker, der mit Blut Dye druckt. Ja, und wenn man halt in so ein Hindernis reinrollt, kommt so eine Zwischensequenz und eine bestimmte Person sagt dann etwas zu dir und die verfolgt dich danach. Ja, genau. Wir haben alle zum ersten Mal eigentlich ein Spiel entwickelt im Rahmen dieses Workshops, den es hier dieses Jahr auch bei Jugend Hackt gab. Und wir haben damit erste Erfahrungen mit Unity gesammelt, sind da natürlich dann auch in ein paar Probleme gelaufen, aber wir haben auf jeden Fall so diese grundlegenden Einbindung von 2D-Objekten und Texturen gelernt. Wir haben gelernt, wie man so einen 2D-Scroller implementiert und eine einfache Spielmechanik baut. Und ja, genau, unser Artwork haben wir mit Procreate und Inkscape gemacht. Das haben vor allem die drei Personen, die jetzt aus dem Videobild rechts von mir stehen, gemacht. Also ich finde die wirklich richtig cool. Hätte ich nicht gedacht, dass, ehrlich gesagt, dass es so cool wird am Ende. Und dann haben wir diese Sachen halt mit Unity, also einer Game Engine, verbunden. Und ja, es ist natürlich jetzt ein erster Prototyp. Wir haben gerade gesehen, dass diese Verfolger, diese Feinde, die einem hinterherlaufen, noch nicht im Spiel drin sind, aber wir haben zum Beispiel schon die Texturen, also die könnte man da jetzt noch relativ einfach mit implementieren, auch diese Power-Ups, die gerade schon erwähnt wurden, also dass man zum Beispiel höher springen kann mit diesem tollen Federschuh oder dem blinden Schneckentaxi. Und an dieser Stelle wollte ich auch nochmal auf jeden Fall an alle Mentoren Danke sagen, weil wir haben das heute schon öfter gehört, ohne die Arbeit von den Mentoren wäre das hier auf jeden Fall nicht möglich. Und auch nochmal vielen Dank an die Workshopgeber hier von der FH Potsdam. Seid ihr fertig? Cool, dann kommt man nach vorne.
Ja, total cool. Ihr seid auch wieder so eine Gruppe, die sagen, sie haben sich irgendwie das erste Mal mit Unity beschäftigt. Sowas beeindruckt mich immer total. Kommt hier in das Cyber-Carré, genau, dann seid ihr genau in der Mitte, perfekt. Genau, ihr habt gesagt, ihr habt das erste Mal was mit Unity entwickelt. Habt ihr jetzt Lust, auch noch mehr damit zu machen? Also, weil es ist ja manchmal so, wenn man ein Programm zum ersten Mal benutzt, kann es entweder passieren, man verknallt sich total da rein und sagt, super, nie wieder was anderes, oder man sagt, ja, jetzt weiß ich halt auch, was daran schwierig ist und es hat seine Vor-, aber auch seine Nachteile. Wie seht ihr das denn? Ja, also ich war der, der sich eigentlich damit auseinandergesetzt hat, also das dann am Ende alles in das Spiel sozusagen zusammenzubauen. Und ich muss sagen, es war jetzt keine Liebe auf den ersten Blick, ehrlich gesagt. Ich mache andere Dinge lieber, aber es hat jetzt auf jeden Fall für diese kurze Zeit sehr gut geklappt eigentlich. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass wir das wirklich so hinbekommen, wie wir uns das gedacht haben. Aber ich bin auf jeden Fall ganz zufrieden. Es hat seinen Zweck erfüllt, würdest du sagen? Ja, genau. Und das auf jeden ihr habt Fall. Auch grundsätzlich einfach was darüber gelernt, was es braucht, um ein Spiel zu entwickeln. Würdet ihr das sagen? Ja, genau. Also es war auch in diesem Workshop wirklich, will das noch jemand anders sagen? Ja, ich freue mich auch, wenn jemand anders noch was erzählt. Ja, also... Hallo? Ja. Wir haben auch gelernt, dass halt so Grafiken sehr wichtig sind, weil man merkt es nicht so, finde ich, am Anfang, dass diese Grafik eigentlich so das ganze Spiel aus, also auch ein Bestandteil dieses Spiels ist, weil neben der Game-Mechanik und wie das halt alles funktioniert. Und das hat Spaß gemacht, dieses alles zu malen. Und ich würde jetzt sagen, dass ich schon weiß, was ich alles brauche, um das nächste Spiel zu programmieren. Sehr cool, sehr beeindruckend. Wer hat die Artwork gemacht bei euch alles? Also ihr drei, ihr seid das Art-Team ja, gewesen. Ja, so ungefähr. Ich habe den Hintergrund gemacht. Cool. Und die beiden neben mir haben so die Gegenstände und die Power-Ups und den Rest gemacht. Nicht schlecht, wie du schon gesagt hast. Artwork macht ja sehr viel aus und damit steht eigentlich der Karriere als Game Designerin oder Game Designer nicht mehr viel im Weg, falls ihr darauf dann noch Lust habt später. Ja. Ganz vielen herzlichen Dank nochmal für dieses tolle Projekt. Danke, dass ihr das erklärt habt. Applaus